Fußballspiel. Hat Spaß gemacht, sich das mit anzuschauen. Wie war es auf dem Platz? Ja, hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Mit einem Sieg macht es immer wieder Spaß. Und wir gehen immer wieder alles für die Mannschaft. Und also ich persönlich. Und ich denke mal, wir stehen momentan defensiv gut. Deswegen haben wir auch die letzten drei Spiele auch zu Null gespielt. Und ich finde, vorne machen wir momentan die Sache auch ganz gut. 100. Zweitligaspiel und dann ein ganz besonderes, kann man sagen, oder? Ja, hat Spaß gemacht. Hinten raus war es sehr, sehr eng. Haben viel Glück gehabt. Aber die Mannschaft ist dafür belohnt worden, dass sie unheimlich gekämpft hat, dass sie das Spiel hier unbedingt gewinnen wollte. Und bin froh darüber, dass es am Ende des Tages dann so gekommen ist. Das hat die Mannschaft einfach verdient. Und da sind dann die ein oder anderen Situationen dann auch mal unwichtig, die dann sehr, sehr eng sind. Richie hat wieder getroffen, was wichtig ist. Und wir können einfach mit einer positiven Grundstimmung jetzt in die nächsten Wochen gehen. Das ist das Allerwichtigste daran. Ich denke, wenn hier der ungeschlagene Tabellenführer hinkommt und wir 1-0 gewinnen und sie auch so in Schach halten, kann man schon sagen, dann unterm Strich, denke ich, ist es nicht unverdient. Ne? Wir standen auf jeden Fall hinten richtig gut. Denke ich, haben nicht viel zugelassen. Ein, zwei halbe Chancen. Der Kölner selber hatten wir aber auch jetzt nicht die Riesendinger, dass man sagen kann, okay, das war jetzt ein hochverdienter Sieg. Nichtsdestotrotz, denke ich, unverdient ist er auch nicht. Und diesmal hatten wir einfach so ein bisschen das Glück auf unserer Seite, dass wir das Tor gemacht haben. Und deutlich besser standen auch wieder als gegen Cottbus und Lautern. Man hatte das Gefühl, sehr viel Selbstvertrauen dabei, obwohl es gegen den Tabellenführer, den bis dato ungeschlagenen ging, oder vielleicht gerade deswegen, tut ihr euch ein bisschen leichter, wenn es gegen Mannschaften geht, die vielleicht so ein bisschen mehr über das Spielerische kommen? Ja gut, habe ich gerade auch schon. Es ist immer schwer zu sagen, woran das jetzt liegt. Ich denke, Köln ist einfach schon eine richtig starke Mannschaft. Wir haben vom System her eigentlich so gespielt wie letztes Mal gegen Cottbus und Lautern. Wir haben uns halt ein bisschen tiefer fallen lassen. Mit Ken so ein bisschen als hängende Spitze. Und der hat halt dann auch die defensiven Mittelfeldspieler von Köln gut aufgenommen. Und ja, ich denke einfach, Motivation gegen Köln ist genug da. Da braucht keiner irgendwie sich noch zu pushen. Vor so einer Kulisse ist natürlich jetzt in den letzten Jahren auch Seltenheitswert gehabt. Und von daher, woran es jetzt liegt, ist mir eigentlich auch egal. Ich bin einfach nur froh, dass wir jetzt 7 Punkte aus den letzten drei Spielen geholt haben und dass es wieder ein bisschen bergauf geht. Ja, wir sind ja gegen die Top 4, glaube ich, noch ungeschlagen. Wir haben außer Kaiserslautern sogar jede Mannschaft besiegt. Das kommt für uns vielleicht ein bisschen entgegen, das stimmt schon. Wichtig ist, dass wir uns in den letzten Wochen so ein bisschen auf unsere Stärken besinnt haben. Wir nehmen ein bisschen tiefer auf und versuchen dann das Spiel schnell nach vorne vorzubereiten. Und das klappt im Moment ganz gut. Wir fühlen uns in dem System, in der Spielausrichtung wohl. Das ist das Wichtigste. Wir haben einfach mal weitergemacht, nicht oder beziehungsweise weiter an uns geglaubt, weitergearbeitet. Wir wussten natürlich, dass diese Durchstrecke auch irgendwo an uns nagt, aber man kann sich da auch nur zusammen wieder rausholen und das haben wir dann geschafft mit dem ersten Schritt im Heimspiel gegen Kaiserslautern. Und dann gegen Cottbus den Bock umgestoßen und heute ja auch wieder phasenweise ganz ansinnigen Fußball gezeigt und wieder 1-0 gewonnen und das reicht dann. Und endlich wieder ein Goalgetter in den eigenen Reihen. Ich glaube, die letzten drei Tore gehen alle auf das Konto von Richie. Das heißt es ja eigentlich immer nach so einem Spiel, egal wer die Tore schießt, Hauptsache die Mannschaft ist erfolgreich. Ich glaube, bei ihm kann man auch mal eine Ausnahme machen. Er musste auch ein bisschen einstecken, ne? Ja, wurde auch langsam Zeit, ne? Nein, also ich freue mich für Richie. Ich freue mich für Richie. Er hat immer hart gearbeitet. Wir haben immer an ihn geglaubt und endlich trifft der Blinde auch mal und können wir alle zufrieden sein und hoffen, dass er noch ein bisschen anhält. Er hat in den letzten Spielen bewiesen, dass er ein Goalgetter ist und macht heute das entscheidende Tor. Da freut man sich schon besonders mit ihm, gerade nach den letzten Wochen. Ich habe gerade mal so rumgefragt. Alle freuen sich tierisch für dich. Das ist jetzt das dritte Tor in Folge von dir, die letzten drei Treffer gehen auf dein Konto. Wie fühlt es sich an? Ja, jedes Tor fühlt sich immer wieder gut an, aber nichtsdestotrotz sieht es immer am besten an, dass wir natürlich gewonnen haben und dass wir alles natürlich am Ende auch glücklich sind.